Ja, herzlich willkommen bei Plan C. Heute der zweite Teil meines Versuchs mit der Baumarktimprägnierung. Und zwar, wir haben hier jetzt einmal, das ist dieser Stoff, der ist mit den Silikonen und mit der Verdünnung. Weiß nicht, ob ihr das so seht, ja, sieht man eigentlich ganz gut. Das ist also, ja, ich habe bei allen genommen eine walnussgroßes Stück Silikon oder eben auch die anderen Sachen. Und immer dann dementsprechend entweder Wasser oder in diesem Fall mit dem Silikon mit Verdünnung gemacht. Das merkt man schon hier, ist richtig, das ist gummiert. Das ist ganz klar, das ist gummiert. Und ich möchte wetten, ich werde es jetzt mal eintauchen hier. Ja, also da bildet sich nichts dran. Ne? Ich denke mal, ich kann hier sogar Wasser mit auffangen. Das ist übrigens lauwarmes Wasser, also... Ich habe jetzt hier alles Wasser drin, ich schütze dann gleich mal raus. Also ihr seht, das ist mit Sicherheit dicht. Und der Vorteil ist, man kann es also auch knüddeln und knaulen und an der Gummierung passiert gar nichts. Da entstehen keine Risse oder sonstige Sachen. Also das ist auf jeden Fall eine Nummer, die ich mir merken werde. So, dann kommen wir zum zweiten Teil. Dieses hier, habe ich jetzt auch richtig? Ja. Dieses hier ist mit Acryl. Das Acryl hat sich nicht richtig aufgelöst. Es war mehr so, es war auch, ich glaube, ich habe weißes Acryl genommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das andere war grau. Was mich wundert, man sieht eigentlich nicht, dass das jetzt weiß war. Ich müsste lügen, ist es ein bisschen heller. Ja gut, es ist ein bisschen heller, wahrscheinlich auch, weil es nicht so getränkt ist. Mal zum Vergleich, das ist das Silikon und das ist das mit Acryl. Ich bin mal gespannt. Es fühlt sich von der Sache her, ja, ich will mal sagen, nicht gummiert, aber auch nicht wirklich. Ich würde es mal so sagen, es fühlt sich eigentlich auch nicht schlecht. Ich versuche mal was. Und zwar versuche ich mal wieder ein bisschen Wasser hier drin aufzufangen. Aber ihr seht, sogar sehr deutlich. Es bringt also nicht wirklich was. Immer an der tiefsten Stelle tropft es durch. Das heißt also, der Stoff lässt auf jeden Fall das Wasser durch. Ich würde sagen, es bringt also, ja, so gesehen eigentlich nichts. Das Acryl, dieses hier wird mit Sicherheit nichts bringen. Das ist dieses, das allerletzte, was ich genommen hatte in dem Video, und zwar dieses Sanitärdichtstoff. Ja, genau das gleiche. Ihr seht also, ist das Wasser, ich habe jetzt hier drinnen praktisch eine Wasserpfütze gefangen. Und man sieht also, es geht klar durch den Stoff, durch das Wasser. Bringt also auch nichts. Zum Vergleich nochmal, das Silikon. Das ist immer so ein bisschen blöd, ich hätte ein bisschen mehr Stoff nehmen sollen. Das lässt sich blöd hier fangen. Aber wie ihr seht, die Tropfen, die jetzt hier sind, das ist nur das, was von außen dran ist. Aber ansonsten tropft hier gar nichts. Also, das ist auf jeden Fall wasserdicht. Und ich würde sagen, das kann man jetzt auf der Kamera schlecht rüberbringen. Es ist nicht wirklich schwerer. Es ist, ja, es ist, wie soll ich das erklären? Es ist praktisch genau wie ein Poncho. Wie so ein gummierter Poncho. Es ist... Man kann das richtig zusammen und reißen und hast du nicht gesehen? Also hier passiert gar nichts dran, gar nichts. Das heißt also, das Silikon, das aufgelöste Silikon ist wirklich in die Fasern eingedrungen und hat das richtig abgedichtet hier von beiden Seiten. Das ist richtig Wahnsinn. Und ich denke mal, ich habe es auch noch ein bisschen dick. Man sieht auch hier zum Beispiel, hängen sogar noch so leichte, ja, Fäden sind es nicht, aber das ist da, wo das praktisch zum Trocknen aufhing. Ich kann es ja mal ganz nah dran halten, dann seht ihr das.
Aber ich muss sagen, ich bin echt überrascht, ey. Also dieses Silikonkram, das funktioniert wirklich. Ich werde jetzt einfach mal eine Tasche mitmachen. Und mal sehen, und dann schauen wir uns mal an, was daraus wird. Da bin ich echt mal gespannt. Also auf jeden Fall würde ich sagen, für so kleine Taschen, so Ausrüstungstaschen und so, ist das eine ideale Art, die wasserdicht zu machen. Ich würde sogar, wenn ich mir das angucke, weil es ist ja auch nicht wirklich schwerer, ich würde sogar sagen, es wäre so ein richtiger guter Stoff, um sich zum Beispiel Gamaschen selber zu machen. Oder auch eventuell, das müsste man mal ausprobieren, eine alte Bundeswehrhose oder irgendeine so eine Outdoorhose bis zu den Knien, sage ich mal, zu imprägnieren hiermit. Weil das ist wirklich dicht, da passiert nichts dran. Ne? Interessant wäre es natürlich immer noch, wenn man jetzt Kleidungsstücke, wie gesagt, eine Hose oder so mitmacht, ob man das Zeug auch waschen kann. Und das werde ich mal ausprobieren. Ich werde das Ding mal meiner Frau mitgeben und werde das nochmal mal waschen lassen. Ja, und dann werde ich mich mal genau das Ding angucken und dann nochmal probieren. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man es schafft. Das Silikon, was ich jetzt wirklich, das ist verbunden, man hört das sogar. Das hört sich ja so richtig nach Gummi an, ne? Kann ich mir nicht vorstellen, dass er das wieder rauswäscht. Selbst mit 90 Grad kochen nicht, kann ich mir echt nicht vorstellen. Weil das Silikon, ich habe es vorher mal ausprobiert, deswegen hatte ich es ja auch mit Verdünnung verdünnt. Oder mit einem Verdünner verdünnt. Es lässt sich auch mit Wasser nicht auflösen, wirklich. Das wird, da passiert nicht viel. Das wird klumpig und es zieht vielleicht ein paar Schlieren, aber wirklich auflösen tut sich das nicht. Ja, sehr interessantes Ding, finde ich. Geile Sache. Ich werde die nächste Zeit dann nochmal mit rum experimentieren. Werde auf jeden Fall nochmal ein paar Kleidungsstücke machen. Vielleicht mal eine Mütze oder vielleicht auch mal von meinem Parker die Kapuze oder sowas. Weiß ich noch nicht. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Oder vielleicht ein paar Handschuhe. Man könnte eigentlich vieles damit. Gamaschen finde ich bis jetzt eigentlich eine ganz gute Idee. Weil so ein Stück Stoff hier in Tarnfarbe, das kriegt man eigentlich relativ billig. Und ruckzuck da was drum genäht und so, ist eigentlich auch nicht so wild. Und die Dinger, ich denke mal, wenn die wirklich so werden wie das Teil hier, weil das ist eigentlich unzerstörbar. Ja, und billig. Tja, Experiment. Die beiden, wie gesagt, leider nicht. War ein Versuch wert, aber man merkt auch, ja, die sind schwer. Die sind richtig schwer, die haben sich also voll gesorgt. Ja, die haben sich richtig voll gesorgt. Also das ist hier außen noch feucht. Aber hier ist nichts drin, also. Hier ist gar nichts drin, nicht ein Tropfen. Das ist absolut wasserdicht, das Zeug, das gibt's nicht. Das kann man als Tauchanzug nehmen. Geil. Ja, das war's eigentlich schon. Ganz kurzes Video, nochmal, um das andere nochmal ein bisschen zu erweitern. Nochmal den Endtest. Wie gesagt, guckt euch das, ich werde das andere Video drunter nochmal verlinken. Guckt euch das an, das ist also wirklich. Sind die ganz normale Silikon, Baumarkt-Silikon, ist nicht teuer, mit ein bisschen Verdünnung. Ich habe es immer gemacht, dass ich so, ja, ich sag mal, eine gute Teetasse voll, oder sagen wir mal, nee, das war ein bisschen mehr. Anderthalb Teetassen würde ich mal probieren und ein walnussgroßes Stück Silikon und das passt dann schon. Ihr könnt es auch ruhig ein bisschen dünner machen, ihr seht ja, das muss man selber so, die Mischung muss man selber so ein bisschen gucken. Das habe ich wahrscheinlich sogar ein bisschen sehr dick gemacht, aber na gut. Schadet nicht. Ich sag mal so, für Gamaschen oder so könnt ihr es auch natürlich ein bisschen dicker machen. Na. Ich werde es bei den anderen Taschen nochmal probieren, wie es ist mit einem Pinsel, wie sich das verteilen lässt und ob das dann von dem Gewebe auch richtig aufgenommen wird. Diesmal habe ich es ja richtig eingetunkt und richtig, also ich muss sagen, richtig geil. Überrascht mich. Coole Sache. Ja, mal sehen, was daraus wird. Ich werde es auf jeden Fall dranbleiben. Wenn ich irgendwas damit bastle, sei es Gamaschen oder sei es irgendwelche anderen Sachen oder Taschen, werde ich es euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Das war's schon. Geht in den Wald, geht raus, werdet bessere Menschen, bastelt, lasst euch solche Sachen anfallen. Man sieht sich.